Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch alles zum Thema Ausgabenerfassung in Weinbau Online und was man am Ende damit so alles machen kann. Ausgaben erfasst ihr über Statistik Ausgaben und hier findet ihr verschiedene Möglichkeiten der Ausgabenerfassung. Am einfachsten ist es, erstmal über die neue Ausgabe zu gehen. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel einen Verwendungszweck anzugeben, Wurst kaufen in diesem Fall, zum Beispiel für den Gastrobetrieb. Wenn ihr einen Kunden, das könnt ihr beim Anlegen eines Kunden machen, gibt es verschiedene Haken, schaut euch das Video Kunden an. Als Lieferant markiert habt, könnt ihr das auch noch dem Kunden zuordnen, zum Beispiel ja, im Edeka-Testmarkt. Ihr könnt auch eine Belegnummer angeben. Und wenn ihr das Paket papierloser Betrieb habt, könnt ihr später nach dem Anlegen auch hier eine der Dateien noch beifügen, zum Beispiel das Belegbild für einen Belegexport. Wir können einen Betrag anfügen und die enthaltene Mehrwertsteuer. Wir können auch sagen, ob gezahlt wurde, zum Beispiel via Karte. Weiterhin können wir das Belegdatum einstellen, bis wann gezahlt werden kann, wenn noch nicht gezahlt wurde und wann gezahlt wurde. Für die FIBO, schaut euch auch hier nochmal das Video FIBO an, könnt ihr ein eigenes Konto anlegen, das zukünftig auch verknüpft werden soll. Hier ist noch nicht alles verknüpft. Also einfach das freie Konto wählen. Sprecht hier mit eurem Steuerberater, es gibt Dinge, die auf gewisse Konten laufen müssen, zum Beispiel Sprit, andere Sachen wie Lebensmittel laufen wieder auf Konten. Hier bekommt ihr von eurem Steuerberater einen Kontenrahmen, wo ihr dann genau gesagt bekommt, was ihr hier eingeben müsst. Es kann auch nochmal ein extra Steuerschlüssel aus der Vorlage gewählt werden. Wir legen das Ganze an. Und jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, eine Datei anzufügen und den Beleg auszulesen. Wenn ihr im Beta-Test seid, würden hier auch bestimmte Daten schon ausgelesen werden, wenn Beträge, Mehrwertsteuer etc. Das ist wie gesagt nur ganz grob, weil wir in der Zukunft auch planen, hier mit anderen Softwaren zusammenzuarbeiten, die das eben professionell machen. Da kann man sich dann einen eigenen Account holen und die lesen das dann alles aus und machen das fertig und können das richtig, richtig gut. Also wir können hier neue Dateien einfügen und abspeichern, wenn wir das möchten. Die können wir dann später auch exportieren. Hier können wir auch sagen, wie wir gezahlt haben und ob wir Teilzahlungen gemacht haben. Und so ist eben immer es möglich, relativ gut im Auge zu behalten, was noch zu zahlen ist und was nicht zu zahlen ist. Über Statistik, Ausgaben, Ausgaben kommt man dann auf die Statistikliste. Hier sehen wir dann einmal für 2021 im September die verschiedenen Sachen oder wir können hier auch die verschiedenen Monate ausgeben und sehen hier eben auch, was haben wir eben für Ausgaben. Da auch Gutschriften tatsächlich ja Ausgaben sind oder von vielen so behandelt werden, sind auch die Gutschriften in dieser Liste und wir können hier eine normale Ausgabe eben auswählen oder eben eine Gutschrift sehen. Wenn ihr die Kasse von Weinbau Online nutzt, könnt ihr auch, und das erklären wir im Kassenvideo nochmal genau, eine Kassenausgabe mit einer Ausgabe hier verbinden. Da müsst ihr dann entsprechendes Haken setzen, wenn ihr eine Barentnahme macht, dass es sich um eine Ausgabe handelt, dann kommt die automatisch hier hin und könnt die Ausgabe erfassen und das landet dann auch im Kassenexport. Hier seht ihr dann alle Ausgaben im September und alle Ausgaben gesamt dieses Jahres. Könnt das Ganze nochmal als CSV-Vorlage eben exportieren, wenn ihr das zum Beispiel für Excel eben möchtet. Ihr könnt aber auch hier nochmal die PDFs exportieren, wenn ihr Dateien hochgeladen habt. Oder ihr könnt euch auch ein ZIP-Dokumentarchiv zum Beispiel für den Steuerberater exportieren, falls ihr die Ausgaben hier für Weinbau Online, in Weinbau Online sammelt. Habt ihr die auch alle gleich parat. Das geht auch übrigens ganz praktisch mit unserer mobilen Version von Weinbau Online. Da gibt es nochmal ein extra Video zu, wo man auch die Sachen schnell abfotografieren und hochladen kann. Und dann könnte man sie hier eben als Archiv exportieren. Je nachdem, ob ihr in Ist- oder Sollversteuerung arbeitet, sehen die Ausgaben natürlich ein bisschen anders aus. Bei der Ist-Versteuerung hätten wir hier noch Ausgaben ohne Zahlungsausgang. Bei der Sollversteuerung spielt das ja für uns überhaupt gar keine Rolle.
Wenn ihr das sauber pflegt, könnt ihr natürlich hier unter Saldi auch die verschiedenen Sachen bei euch direkt auswerten lassen. Ihr bekommt so eine ganz grobe Jahresbilanz, die passt natürlich nicht, weil gewisse Sachen hier nicht drin sind. Aber ihr seht schon mal eine Ausgabenüberschussrechnung ganz grob. Also was habt ihr an Einnahmen, was habt ihr an Ausgaben, was ist erwartet, also was ist, für was habt ihr Rechnungen geschrieben und wofür habt ihr tatsächlich schon Zahlungseingänge gesehen. Weiterhin könnt ihr hier oben natürlich nochmal alle eure offenen Rechnungen ausgeben, euch das für verschiedene Jahre anschauen und im Punkt Umsatzsteuer findet ihr dann hier auch nicht nur die Sache für die Ausgaben, was habt ihr ausgegeben an Provisionen, Gutschriften und anderen Sachen, sondern ihr findet das hier auch weitergehend. Ja, so könnt ihr relativ einfach Ausgaben pflegen und erfassen. Schaut euch auch noch das Video zur mobilen Version von Weinbau Online aus, das wir in Kürze bereitstellen werden. Da wird auch noch ein bisschen was dazu erklärt. Und das Video zur Kasse kann auch noch interessant sein, wenn ihr hier Barentnahmen machen möchtet und wie die dann gepflegt werden.